So, hallo, erstmal hier einen schönen guten Tag. Wir, Fabi und ich, der Marc, wir machen heute das Online-Fördertraining mit euch. Wir haben uns jetzt wieder einen neuen Aufbau überlegt, wie wir durch diese Zeit hier kommen. Wie immer findet ihr uns in den sozialen Medien. Bitte liked uns, teilt unsere Trainingsbeiträge. Wir freuen uns, wenn ihr fleißig mitmacht. Für das Training heute brauchen wir wieder einen Ball und zwei Hütchen. Wenn ihr keine zwei Hütchen habt, dann nehmt ihr einfach ersatzweise Bücher, Klopapierrollen, die üblichen Materialien, die ihr mittlerweile aus dem ersten Lockdown und der langen Zeit schon sicherlich kennt. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem ersten Übungsaufbau. Wir haben jetzt hier schon mal die Vorarbeit geleistet und haben hier zwei Hütchen aufgestellt. Ich würde sagen, circa zwei große Schritte. Bei euch vielleicht kleineren. Also sprich, bei euch 7- bis 8-Jährigen macht ihr vielleicht über drei kleine Schritte. Dann habt ihr ungefähr einen Abstand von circa 2 Metern. Baut die Hütchen einfach eine Reihe auf und dann haben wir unseren Übungsaufbau. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Wir warten nur kurz, ganz schnell, dass ihr eure Hütchen schnappen könnt oder eure Klopapierrollen. Packt einfach, was ihr da habt, falls ihr sie schon hergekriegt habt. Stellt sie einfach hin, so wie gerade eben geschildert. Und dann starten wir auch mit der Murmel auf der rechten Seite und fangen an mit einer Technikübung zum Aufwärmen sozusagen, mit einer Standtrickkombination und einem Wendetrick. Und wir gehen das jetzt mal ganz einfach an. Erstmal machen wir das Ganze ein bisschen langsamer, dass ihr einfach mitkommt. Das ist sicherlich nichts weltbewegend Neues, aber ihr kennt das sicherlich und wir haben es ein bisschen modifiziert. Das heißt, wir fangen an mit auf der rechten, ja, Entschuldigung, auf der linken Seite. So, Startschwierigkeiten zum Start. Genau, Fabi schaut immer auf den Abstand, schon mal perfekt. Und dann fangen wir an mit Ziehen, Vorlegen. Gehen auf die rechte Seite, ziehen zurück, gehen wieder auf die linke Seite, ziehen Fußwechsel, gehen vorne raus. Dann, wenn wir vorne angekommen sind, beziehungsweise damit wir vorne rauskommen, machen wir nochmal einen Schiebekontakt, machen eine Sidanwende, links, rechts, rechts. Schauen, dass wir vielleicht in dem letzten Kontakt, dass wir dann, wenn wir durch das Hütchentor durchgehen, machen noch eine Sohlenwende mit rechts und jetzt sind wir wieder auf der Startposition wie gerade eben. Wir machen es einmal komplett durch. Also, wir fangen an. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, dann Sidanwende, 1, 2, 3, vielleicht noch direkt durchgehen, schieben und dann eine Sohlenwende und wir sind wieder auf der Startposition. Das werden wir jetzt, ja, machen jetzt insgesamt 5 Wiederholungen. Pro Wiederholung machen wir immer 2 Runden. Fabio und ich werden uns immer abwechseln. Das heißt, ich mache die erste Runde und dann darfst du, Fabio. Okay? Gut, also starten wir. Ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, Sidan 1, 2, 3, durchführen, Sohlenwende. Wir sind wieder auf der Startposition. Idealerweise schaffen wir es, den Übergang direkt zu machen. In dem Fall muss ich jetzt korrigieren. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt. 1, 2, 3, durchführen, Sohlenwende und Stopp. Das war die erste Runde. Und Fabi beginnt mit Runde Nummer 2. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, wunderbar. Fußwechsel, Schiebekontakt, Sidanwende. Erster Durchführen. Kontakt rein, Sohlenwende und dann Genau. wieder starten. Schieben. Und stopp. Wunderbar. War schon Runde 2. Wir gehen direkt über zur Runde Nummer 3. Jetzt versuchen wir beide mal vielleicht den Übergang flüssig zu bekommen in der zweiten Runde hin, mit dem Kontakt der Sohlenwende mit dem Ziel Vorliegen. vorlegen. Wir probieren es mal aus. Aber wir kommen bestimmt auch noch rein. Auch bei euch, gar kein Thema. Macht erstmal nicht ganz, ganz schnell oder irgendwas, sondern erstmal schauen, dass ihr gut reinkommt. Nehmt euch die Zeit. Fangt die Übung erstmal mit langsamem Tempo an. Wenn ihr Sicherheit fühlt, merkt, dann das Tempo steigern und dann immer schneller werden. Aber Voraussetzung, die Übung stimmt von der Qualität. Also, probieren wir es aus. Ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Sidan, hopp, durch. Und wieder mit rechts. Ja, jetzt habe ich ein viel besser. Und hopp, raus. Und wieder hopp, hopp. Durchführen. Hopp. Und mit rechts gestoppt. Genau. Genau. Schaut immer, dass die bei den Standtricks,
immer, dass ihr euer Standbein mitbewegt, dreht euren Körper. Das heißt, das Standbein immer mit einem, wie soll ich sagen, mit einem kurzen Sprung, springt dann in die Richtung mit rein, Sprung rein in die Position, auch beim Ziehen zurück, hopp, hopp, Sprung rein, dass ihr euch wirklich aktiv mitbewegt, okay? Also Standbein arbeitet mit und dann ist der Fabio dran mit Runde Nummer 4. 1. Laufen lassen, sehr gut. Wunderbar. Oh, leichter Stolperer, nicht schlimm, weiter geht's. Und stopp. Das war Runde 4. Und weil du so motiviert bist, Fabi, und leider den kleinen Bock gemacht hast, habe ich gemerkt, Fabi ist zu schnell geworden. Darf er nochmal Runde 5 machen, damit er auch fehlerfrei aus dieser Übung rausgeht. Also. Darf ich starten? Du darfst jederzeit starten. Schiebekontakt, lange laufen lassen, genau. Und so, wenn er rechts stoppt. Keiner gesehen, nicht stoppt. Genau. So, das war ja, der Grundbaustein 1. Jetzt machen wir eigentlich die tatsächliche Übung draus. Das heißt, es war erstmal der erste Block von der Übung 1 sozusagen. Jetzt machen wir das Ganze oben nach der Wende quasi spiegelverkehrt. Das heißt, wir starten jetzt alles wieder mit dem rechten Fuß, wie gerade eben. Das heißt, der erste Block bleibt 1:1 identisch, wie gerade eben. Oben machen wir dann eine Sidanwende, kommen auf der anderen Seite raus und beginnen das ganze Spiel mit dem linken Fuß. So, auch hier zum Reinkommen, den ersten Teil solltet ihr auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Oben lasst euch ruhig Zeit, vor allem der linke Fuß. Ich weiß, bei manchen ist der linke Fuß oder tendenziell bei Mert einfach genetisch ist der linke Fuß der schwächere. Nehmt euch da Zeit. Andererseits natürlich, wenn ihr jetzt Linksfuß seid und der rechte Fuß war euer stärker bzw. schwacher so rum, dann dürft ihr natürlich jetzt oben Gas geben. Also, aber denkt dran, Qualität vor Tempo. So, gut. Also, dann fangen wir an. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt raus. Und jetzt halt oben, wie gerade besprochen, Sidanwende bleibt identisch. Lasst den Ball ruhig rüberlaufen auf die andere Seite. Vorlegen nochmal, dass er nach vorne natürlich parallel ist. Und jetzt starten wir mit dem linken Fuß mit Ziehen. Vorlegen, Ziehen zurück, Ziehen Fußwechsel, Schiebekontakt nach vorne. Und jetzt die Sidanwende mit dem anderen Fuß. Rechts, links, links. Und jetzt sind wir wieder auf der rechten Seite, auf der Startposition aus Übungsteil 1. Ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Schiebekontakt. Sidanwende mit links beginnend. Haut rüber, ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, Sidanwende mit rechts und wieder links, rechts stoppt den Ball. So, Fabi. Starte ich gleich mal, ne? Nachdem du sehr erfahren bist. Lange Pause gehabt, ja. Wird es einen Fluss durchgehen. Okay. Also, Konzentration. Langsam starten, Leute, auch für euch daheim. Versucht mit dem Fabi mal im Gleichschritt. Also, ziehen, vorlegen. Wunderbar. Erste Übungsteil ist mittlerweile halb bewährt. Dann sieht am Ende genau. Ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel raus. Wunderbar. Und gleich wieder doppelte Runde. Genau. Wunderbar, ich finde. Ja. Hat der Trainer gerade nicht gesehen, lustigerweise. Ja, starten wir nochmal. So. Genau. Habt ruhig selber den Anspruch, die Übung richtig zu machen, wenn ihr merkt, es hastelt sich irgendwas, es geht immer schief, dann ruhig einfach nochmal zurückgehen, nehmt euch die Zeit, geht nochmal zum Start und dann startet wieder Fabian von Nummer 9. Schiebekontakt, genau. Wunderbar. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt. Ja, Schiebekontakt. Und raus und okay. So, Frage ist Fabi. Ja, bitte. Warum hast du denn jetzt da oben, obwohl du mit links den Schiebekontakt gemacht hast, mit rechts? Weil der rechte mein starker Fuß ist. Verstehe ich nicht. Erklär es mir. Also, den Schiebekontakt machen wir meistens mit dem starken Fuß, weil wir da einfach noch mehr Sicherheit haben, dass wir den Ball wirklich qualitativ auch flach hinbekommen, dass wir den qualitativ vorbereiten. Deswegen mit dem starken Fuß am besten immer schieben.
Genau, also ich sage auch immer gerne meinen Spielern, das ist zwar nett, dass ich kurz übernommen habe, wenn ihr natürlich jetzt hier immer beidfüßig dribbeln solltet, natürlich ist es nie verkehrt, den anderen Fuß zu haben, mal für Korrekturen oder irgendwas, aber grundsätzlich will ich natürlich, wenn ich ins Dribbling gehe, mit dem maximalen Tempo gehen. Und das hindert mich natürlich, wenn ich jetzt dauernd wie im Pendel irgendwie trippel. Seht ihr schon, der Ball macht mir gefühlt den doppelten Weg. Anstelle, wenn ich dann mit dem starken Fuß einfach durchgehe und marschiere. Außerdem ist es vom Schrittrhythmus her deutlich angenehmer und dadurch bin ich natürlich auch schneller. Genau. Deswegen hat der Fabi den Schiebekontakt immer auf beiden Seiten mit rechts gemacht, was nicht falsch war, sondern absolut richtig und ihm auch einfach nochmal eine Sicherheit gegeben hat, auch zur Korrektur hinten rauszugehen, falls es mal mit dem schwachen Fuß situativ drauf ankommt. Gut, so, darf ich nochmal? Ja, so jetzt machen wir noch zwei Übungsrunden. Eine darfst du machen, eine mache ich. Und danach dürft ihr den Wettkampf gegen Fabi machen. Da werden wir euch herausfordern. Schauen wir mal. Okay, Startsignal brauche ich. Das ist eine Übungsrunde, du darfst selber starten. Okay. Genau, schauen, dass es schön vorläuft, der Ball trotzdem. Länger laufen lassen vielleicht, dass er nicht zu nah am Körper ist. Am letzten ziehen Fußwechsel mehr von vorne aus. So, das war's. Pause. So, jetzt darfst du nochmal deinen Akkus voll machen. Ja, ich analysiere nochmal. Und ja, du bist natürlich der Jüngere von uns beiden, dementsprechend hast du ja viel mehr Vitalität und Spritzigkeit dabei. Also sollte so sein. Aus der Kopf rot? Das Licht. Das Licht, okay. Also, schauen wir mal, ob ich überhaupt noch weiß. So viel zugeschaut, bin ich raus. Also, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, dann hopp, hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, hopp, ziehen, vorlegen, Schiebekontakt, hopp, hopp, hopp. Übergang hat nicht gestimmt auf dem linken, sondern hat schon gestimmt, aber war halt leider ein kurzer Gedenkanschluss möglich. Gut, genau. Im Schiebekontakt auch ganz gut immer vielleicht eingesprungen manchmal, je nach Situation, wie der Ball liegt. Dass ihr dann einfach nochmal reingeht, auch bei der Ballannahme vielleicht eingesprungen, kann euch das Leben einiges leichter machen. So, puh, ich merke tatsächlich auch, die Pumpe geht ein bisschen. Aber gar kein Thema. Ich bin bereit. So, Wettkampf. Also, wie läuft der ab? Wir machen es so: Ich stoppe hier die Zeit. Der Fabi muss. Ja, sind wir sportlich heute. Machen wir drei Runden. Hin und zurück. Das heißt, eine Runde ist quasi rechter Fuß, hoch, Wende, linker Fuß. Das ist eine Runde. Wir machen insgesamt drei Runden. Das heißt, so gesehen sechs Zidane-Wenden. Dreimal mit links, dreimal mit rechts. Ich stoppe die Zeit. Ihr sucht euch am besten vielleicht auch jemanden von daheim oder irgendwas, der euch mitstoppt. Ansonsten schnappt euch selber eine Uhr, legt wieder den hin, schaut auf die Uhr drauf oder startet die Startzeit und dann schauen wir mal, wer schneller war. Am Ende des Trainings gerne die Uhr fotografieren, unten reinposten in das Kommentarfeld und dann schauen wir mal, wer den Fabi schlägt. Wenn ihr Fehler macht, was machen wir dann? Strafsekunde, oder? Strafsekunde. Ich glaube, da müsst ihr den Fehler korrigieren an sich. Das heißt, ich will die Zeit einfach trotzdem weitermachen, gar nicht schlimm. Und dann einfach die Übung finalisieren. Genau. So, auf die Plätze. Ist es soweit? Ich bin immer. Seid ihr soweit? Gut. Dann fertig und los. Trotzdem sauber bleiben, Übung. Genau. Sehr gut, Fabi. Und es war Runde 1. Sehr guter Rhythmus, Fabi. Ja, danke für Korrektur. Kostet ein bisschen Zeit. Eure Chance natürlich aufzuholen. Runde 2. Aus. Sind wir bereit? Schon fertig, oder? Ah, leider vergessen, gestoppt. Ja, schade.
Hat mich total irritiert, der Fabi ist da schon vorne rausgegangen aus irgendeinem Grund. Ich dachte, du zählst mit für mich, weißt du? Der war ja Runde 3. Oh, habe ich nicht gehört, akustisch. Mach da einfach weiter. Okay. Gestoppt habe ich auf jeden Fall, vielleicht einen Tick verspätet, aber das war einfach die Lichtschranke, die ein bisschen länger ausgelöst worden ist. 36 Sekunden. Gut, gehen wir noch zwei Bonussekunden, weil du vielleicht ein Tick schneller warst. Also 34,82. Gut. Ja, Fabi. Dann? Können wir damit leben, oder? Ja, ist okay. Ich wollte eigentlich unter 30, aber Lichtverhältnisse hier sind nicht so gut. Okay, dann meine Freunde. Also wir machen jetzt Folgendes. Kurz noch ein Hinweis an euch erstmal. Dieses Fördertraining findet immer jeden Dienstag um 16 Uhr statt, auch die nächsten Wochen noch. Also kommt einfach vorbei, schaut rein. Jedes Mal auf YouTube findet ihr uns live. Könnt ihr immer dann quasi mit dabei sein. Das heißt, immer die Sachen separat haben, wie ihr wisst, Hütchen, Bälle und so weiter und so fort. Solltet ihr Interesse haben an zusätzlichen Programmen, sprich seit heute, dann habt ihr immer die Möglichkeit, am Mittwoch um 16 Uhr mit einzuschalten. Da bieten wir ein Torwarttraining online an, den Kindergarten für die kleineren Kinder, sage ich jetzt mal von 3 bis 6 Jahren ungefähr, findet immer am Donnerstag um 16 Uhr statt. Und Freitag haben wir dann nochmal etwas für die ambitionierteren, beziehungsweise einfach die mehr machen wollen, ein Athletikprogramm für Jung und Alt, immer Freitag ab 16 Uhr, gerne einschalten und wir machen einfach eine kurze Pause, ihr dürft das auch machen, einfach schnappt euch eine Trinkflasche und dann kurz durchschnaufen und dann sehen wir uns zur Übung 2. Also, bis gleich. Teil 2. Wir nehmen nochmal den gleichen Übungsaufbau her wie gerade eben. Ablauf bleibt auch erstmal noch ein Tick identisch. Wir variieren nur minimal die Übung, das heißt die Abfolge der Standrekombination vorneweg ändern wir leicht. Das heißt, kurz mal Spicker luren. Also wir fangen an. Wie gerade eben wieder mit Ziehen vorlegen, hopp, hopp, ziehen zurück. Kommen auf der anderen Seite raus. Jetzt machen wir mit dem rechten Fuß ziehen, kappen. Das heißt, wir ziehen den Ball mit dem rechten Fuß wie beim Ziehen vorlegen nach rechts, kappen dann aber mit dem rechten Fuß wieder zurück ab. Ziehen Fußwechsel, machen das gleiche Spielchen nochmal mit ziehen, kappen mit links. Hopp, raus. Na, nochmal kräftiger. Linker Fuß nicht der gestärkste. Gehen wir trotzdem mit. Hopp, raus. Schiebekontakt nach vorne und dann oben die Sidanwende. Und nachdem wir ja so Profis sind, sage ich jetzt mal, und wir den Ablauf schon kennen, starten wir gleich spiegelverkehrt diesmal. Das heißt, hier wieder ziehen, vorlegen, das Element kennen wir schon, ziehen zurück, jetzt ziehen, kappen mit links, hopp, hopp, zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen, kappen mit rechts, hopp, Schiebekontakt vorne raus und dann wieder Sidanwende. Genau. Also ihr seht, Übungsteil 1 ist wieder mit dabei. Der Ablauf ist der gleiche mit Ziehen vorlegen, Ziehen zurück am Anfang. Dann kommt noch Ziehen kappen, einfach quasi zwischen dem Ziehen Fußwechsel, einmal rechts und einmal links dazu. Und dann ist der Übungsablauf eigentlich wieder der gleiche. Deswegen gehen wir auch direkt gleich rein auf beide Seiten. Mhm. Soll ich nochmal, magst du nochmal? Ich kann schon starten. Ne? Machen wir nochmal eine gleich langsamer. Das heißt, wir starten mit Ziehen vorlegen. Genau. Ziehen zurück. Ziehen Fußwechsel. Ziehen vor. Wie der Spieler testet den Trainer. Ah, verstehe. Okay. Ziehen zurück. Jetzt ziehen abkappen. Ziehen Fußwechsel. Ziehen abkappen mit links. Und dann starten wir wieder mit einem Schiebekontakt. Genau. War das richtig? Das sah gut aus. Okay. Jetzt halt mit links. Linker Fuß ziehen vor. Ziehen zurück. Ziehen, kappen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, kappen, schieben, sieht an. Ziehen vor, ziehen zurück. Nochmal. Ziehen vor, ziehen zurück. Ziehen, kappen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, kappen, linker Fuß. Jetzt haben wir es. Ziehen vor. Alle guten Dinge sind bereit? Zurück,
jetzt frage ich es für euch. Sehr gut. Zitatwende, wunderbar. Linker Fuß beginnt wieder. Ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen und voraus. Genau. So, ich starte nochmal, weil ich war noch nicht zufrieden. Ziehen vor. Ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, Schiebekontakt. Ja, und dann, genau, sehr guter Übergang auf den linken Fuß. Zu früh gelobt. Ja. Ziehen vorlegen, ziehen zurück. Ihr merkt schon selber, es ist gar nicht so einfach manchmal. Der Übungsablauf ist eigentlich direkt identisch. Wir haben eigentlich nur ziehen Kappen mit zugenommenen Übungen. Und trotzdem, klar, man muss das erstmal alles verstehen und im Kopf abspeichern. Und deswegen ist das einfach nochmal ein koordinativer Effekt. Es macht natürlich keinen Sinn, das jetzt im Spiel anzuwenden, sage ich jetzt mal. Sondern es ist ein sehr krasser koordinativer Effekt. Deswegen einfach nehmt euch dann die Zeit, schaut, dass ihr reinkommt. Und irgendwann merkt ihr selber, ihr habt die Abläufe mehrfach wiederholt und dann seid ihr einfach drin. Also, deswegen nehmt euch die Zeit da ruhig, fangt langsam an und irgendwann habt ihr sie und die werden schneller. Also, schauen wir mal. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, packen, ziehen. Fußwechsel, ziehen, Kappen, Schiebekontakt, zieh dann, hopp, ziehen, Kappen, selbst Prozess, nochmal, ziehen, ziehen, vorlegen was, also ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, jetzt kommt ziehen, Kappen, ich wollte einfach die Hälfte Übung weglassen, und ziehen, Fußwechsel, ziehen, Kappen, vorne raus, zieh dann, Wende, und dann werde ich auf dem rechten Fuß wieder ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen und Schiebekontakt, harte Kurve. Dann zieht die Armwinde und jetzt kommt der große Moment. Ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen. Ziehen, Fußwechsel, ziehen, Kappen, hopp, und gehen wieder raus. So, Fabi. Ich bin bereit, jetzt habe ich ja zugeschaut. Deswegen geht es, oder? War ja fehlerfrei, nein. Also, jeder übt nochmal bitte auch daheim, einfach nochmal, nehmt euch die Zeit. Hier gibt es nochmal zwei Versuche, es zu üben einfach, und dann werden wir nochmal in den Wettkampf gehen. Rhythmus finden. Nochmal langsamer, ich helfe dir. Also, ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, Schiebekontakt, ziehen da. Und jetzt ziehen vorlegen links, ziehen zurück links, ziehen Kappen links, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen rechts. Sehr gut. Und wieder. Ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen. Schiebekontakt, ziehen an und wir mit links ziehen vorlegen. Ziehen zurück. Ja! Sehr gut, Fabi. Ja, jetzt mal Rhythmus. Eine Runde auf Fabi, dann machst du Stopp. Wenn du noch durchlaufen kannst im Wettkampf. Rhythmus ist gut. Korrektur, nicht schlimm. So, raus. Nochmal, linker Fuß, ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen. Ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, vorne raus, zieh da und stopp. So. Bis auf den kleinen Fehler gerade eben habt ihr gemerkt, der Fabi hat einen sehr guten Rhythmus gefunden, hat gemerkt, okay, jetzt bekommt er Sicherheit in der Übung, hat ein gutes Tempo genommen, gute Schrittfolge bekommen und dann sah das auch für uns alle, auch für euch bestimmt, dann eben wesentlich flüssiger aus und selbstbewusster aus. Und so ist es bei jedem, egal ob bei uns oder bei euch. Das heißt, nehmt euch die Zeit, das ist einfach eine Übungssache, alles kann man lernen. Wenn man das dann intus hat, sage ich mal, dann hat man wirklich auch eine Selbstbewusstsein und eine Motivation, es auch wirklich umzusetzen. So, ich will es noch einmal machen. Oder willst du machen? Ich kann es auch selber nochmal machen. Ich bin jetzt drin. Dann musst du deinen Wettkampf machen. Ja, das kriegen wir schon. Dann hast du recht, oder? Das kriegen wir hin. Okay, also, der Fabi macht noch eine Proberunde noch und danach gehen wir im Wettkampf, okay? Wir können auch nochmal quasi eine Generalprobe testen, ob ihr soweit seid für den Wettkampf und dann geht's los.
nah ans Standbein, aber nicht schlimm. Korrigieren konnte man das mit dem Sprung nach hinten. Aber ziehen zurück, richtig? Das war jetzt halt. Ich hab's nicht gesehen, ich dachte, du hast Ziehkappen vergessen, aber gut. Nochmal, Parabole. Ziehen, vorlegen. Ja. Fußwechsel. Ziehkappen vergessen. Also Leute, ich will euch Mut machen daheim. Generalprobe ist immer gut, wenn es schief geht. Ihr habt eine Chance zu gewinnen, Jungs. Und Mädels natürlich. Also, Stoppuhr ist wieder bereit. Wir machen wieder 3 Runden, genau wie gerade eben. Also sprich 6 die Damen, 3 mal links, 3 mal rechts. Ich glaube an euch daheim. Macht ihn fertig. Also, auf die Plätze. Fertig. Hey, stehen bleiben. Kein Frühstart. Ich habe mich nicht bewegt. Extra ein Konzept gemacht. So, also diese weiter. Auf Plätze, fertig, los! Zum Fußwechsel, zum Packen, wunderbar, Schiebekontakt, zieh da. Jetzt ziehen vorliegen. Ja. Ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, vorne raus. Zieh da. Und wir starten wieder rechts. Ja. Ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, Runde 1. Haben wir schon? Runde 2 sind wir schon. Links ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen. Da haben wir Runde 2 und Runde 3. Hoppala! Hoppala! Ziehen zurück. Darf ich nochmal noch Wetter an? Auf uns. So, eure Chance, macht ihn jetzt Platz. Auf geht's, komm! Ja! Ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel. Korrektur, hat er sich die Zeit genommen, wunderbar. So muss es sein. So, es geht eindeutig nicht an mich, glaube ich. Also, die Uhr sagt 56 Sekunden, 0,38. Diesmal habe ich auch nicht nahe laufen lassen. Hat auch keine vierte Runde gemacht. Aber ich finde es trotzdem gut. Ihr habt es bestimmt auch toll gemacht daheim. Deswegen, wie gesagt, wenn der Ball noch verspringt oder irgendwas, gar kein Problem. Dann einfach wieder schnell in die Übung reinkommen oder eben dann nochmal kurz an den einen Trick zurückgehen und dann nochmal starten, so wie es der Fabi gemacht hat. Aber der Fabi ist ja auch sehr selbstdiszipliniert und hat motiviert, immer Bestleistung zu liefern, auch wenn es manchmal schwierig ist. So, wir machen eine Trinkpause nochmal, ihr auch. Und dann gehen wir zur Übung Nummer 3. Gut, bis gleich. Bis gleich. Alle haben sich wieder erholt, alle sind wieder fit. Das waren super 2 Durchgänge, die wir jetzt hatten. Jetzt kommen wir noch zum vorletzten Teil. Machen wir nochmal eine Technikübung, danach machen wir noch ein kleines Kraftpaket, damit der Fabi Massephase mal hier anlegt. Mal wieder. Genau. So, wir bauen leicht um. Das heißt, wir brauchen vom Übungsaufbau her. Wir machen jetzt quasi eine gerade Linie. Im Idealfall habt ihr eine Wand zur Verfügung. Das heißt hier eine freie Wand, wo ihr dann quasi dagegen passen könnt. Schaut vielleicht nicht, dass da gerade eine Glasvitrine drüber oder drunter ist. Ansonsten, wenn ihr keine haben solltet oder draußen sein solltet, dann nehmt einfach eine Bierbank her. Da kann man immer ganz gut spielen. Und alternativ könnt ihr euch natürlich noch einen Trainingspartner suchen. Das heißt, wir stellen dann Fabi hin, ruft ihn an, oder eben Bruder, Schwester, Mama, Papa. Ihr habt ja bestimmt jemanden daheim, der dann vielleicht euch da unterstützen kann und dann kriegen wir das auch hin. Genau. So, Übungsablauf. Ich muss tatsächlich spicken auf meinen Spicker. Also, wir starten wieder ähnlich mit einer Kombination und zwar rechte Seite, linke Seite. Das wird spannend. Schauen wir mal. Ich glaube, rechte Seite. Wir machen wieder Ziehen, Kappen. Schauen wir mal, ob das schon passt. Also, Ziehen, Kappen. Hopp. Kappen.
wieder zurück, dann ziehen Fußwechsel auf die andere Seite. Richtig? Richtig. Hopp, hopp, dann kommt, ziehen zurück, klemmen. Genau. Im rechten Fuß einklemmen, rausholen den Ball, vorlaufen, dann spielen wir einen Pass nach vorne. Schön entgegenlaufen, spiel den Ball nicht zu fest, weil sonst könnt ihr die Möglichkeit nicht mehr den Ball vom letzten Spiel aufzugreifen. Aufdrehen mit der Innenseite, schön rüberdrehen. Ziehen Fußwechsel abkappen. Ziehen Fußwechsel. Rechter Fuß, ziehen kappen, was? Ne, ziehen Fußwechsel kappen. Von der Seite. Okay, jetzt bin ich selber wieder. Also hier drüben bin ich raus, dann wieder mit dem linken Fuß ziehen, kappen und dann Sergio Roberto durch das Tor durch. Hopp, 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 Außenseite, Sohlenwende und wieder das Startposition. So, sehr holprig noch, aber kriegen wir jetzt halt noch hin. Also, schauen wir mal. Also ziehen, kappen, dann ziehen, Fußwechsel, hopp, hopp, ziehen, Klemme, vorne rausholen, Pass spielen, aufdrehen, ziehen, kappen, hopp, Sergio Roberto. Kein Konter machen, Leute. Das war jetzt irgendwie ein interner, wie sagt man, ein Automatismus. Also, Sergio Roberto, hopp, hopp, Außenseite, Sohlenwende. Also, der Anspruch selber genügt noch nicht. Deswegen muss ich leider nochmal, Fabi. Ich schaue gerne noch zu. Also, ziehen, kappen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück. Ja, Halleluja. Ziehen, zurück, einklemmen, vorne raus, Pass spielen, aufdrehen, ziehen, kappen, Sergio Roberto, hopp, hopp, so, vorne rein. Ziehen, kappen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, klemme, vorne raus, anspielen, aufgehen, schön lang laufen lassen, ziehen, kappen, ein bisschen diagonal vorne raus, dann kommt die leichte in Sergio Roberto rein, Sohlenwende und stopp. Okay. Tempo noch ausbaufähig, Übung, Ablauf, wow, okay. So, Fabi, dann mal weg hier, mal los. Verräumen. Ziehen, abkappen, ziehen, Fußwechsel. Ziehen, halten, vor, Pass spielen. Drehen noch sauberer. Dann machen wir jetzt halt. Ziehen, kappen mit links. Ziehen, kappen, seitlich raus. Ziehen, wo wir erstmal. Sohle. War nicht gut. Nicht wundern, also bei dem Boden hier oder generell, wir haben hier einen kleinen Leiste auch. Das heißt, der Ball springt immer gegen die Wand, spielt auch wieder hoch, selbst wenn die Qualität vom Pass eigentlich gut war. Umso wichtiger, den Ball schön mit der Innenseite einzuklemmen, ganz wichtig auftreten, nie mit der Sohle, sondern immer mit der Innenseite. Sehr gut. Ah, nochmal. Zu früh gelobt. Wenn ich denke, du hast es, dann jetzt kommt hast's. Das Lob und dann wird der Plan überhaupt jetzt nicht. Haben Sie. Ziehen zur Klemme, wunderbar. Anspielen, schön einklemmen. Ja. Ja, ganz gut. Fabi ist in seinem Element, wie ihr seht. Er ist voll fokussiert, voll konzentriert. Er hat auch ein bisschen, glaube ich, Ehrgeiz gefunden, hier das jetzt durchzuziehen. Trotzdem mal kurz durchschnaufen. Also, was gibt es zu beachten? Wir machen es vielleicht mal kurz im Detail. Ziehen, kappen. Ich finde es immer wichtig bei Ziehen, kappen, vielleicht vorhin nicht erwähnt. Wir wollen ja eigentlich quasi dem Gegner vermitteln, dass wir jetzt hier vorbeigehen. Deswegen würde ich tatsächlich auf jeden Fall schauen, dass euer Körper sich öffnet, nicht so die Bewegung macht. Dann bleibt ja eure Schulterposition immer noch in die Richtung, wo ihr eigentlich den Ball her habt. Deswegen wirklich verlenkt ihn mit einer Körperbewegung dazu auch wirklich, dass er quasi denkt, dass wir auf die andere Seite öffnen. Das heißt, ziehen, Körper öffnet und dann mit dem vorderen Zehenspitze wieder rübergehen, dass wir da auch wirklich auch den Raum zumachen. Beziehungsweise nicht zumachen, sondern andeuten, dass wir da vorbeigehen würden und gehen auf die andere Seite raus. Das heißt, wir können in dem Fall auch wirklich auch mit dem Kopf ein bisschen arbeiten. Das heißt auch mal
die andere Seite schauen, dass wir dafür sehr noch mehr den Gegner quasi vernaschen. Und dann sind wir wieder auf unserer Seite. Genau. So, dann zwei Sinnen war. Ziehen, Fußwechsel, ja. Hier wieder schauen, dass wir schön nach hinten ziehen, leichter Sprung wieder. Hier schön wieder lenken zur Seite und dann beim Ziehen zurückhalten. Hier auch leicht nach vorne, hier rollen lassen, also nicht wie beim Ziehen zurück mit der Innenseite spielen, sondern eher ein bisschen draufstehen, würde ich sagen. Und dann rollt man schön und hält schön mit dem Schwamm den Ball fest. Dann kann man auch schön wieder nach vorne bekommen. Genau, Passspiel. Kann vielleicht auch nochmal sagen, leicht in die Knie, Standfuß hinterm Ball, dass wir schön von der Seite spielen und nicht von oben quasi drauf drücken. Genau, schön Ball drücken, gedrückter Pass haben wir uns im Portal MFS Fußballtraining TV im Portal drinstehen oder beschrieben. Also schön immer in die Ballrichtung drücken, genau Standbein hinter, Standbein Zehenspitze zeigt immer in die Richtung, auch wo ich hinspielen möchte und dann schön quasi in den Ball reindrücken. Genau. Und dann, wie gesagt, hier holpert der Ball trotzdem. Umso wichtiger, schön einklemmen mit der Innenseite. Ganz oft gibt es eben noch den Fehler, dass der Ball dann mit der Sohle versucht gestoppt zu werden, dann flutscht er durch. Deswegen immer schauen, dass ihr eine schöne Wand dahinter baut, mit der Innenseite einklemmt, rausgeht. Genau. Und was ich noch ganz gut finde, hier auch eben zum Verdeutlichen vielleicht, schönes Anspiel, rüberdrehen. Der Ball läuft hier rüber. Das kann man ganz gut nutzen, um auch hier nochmal eben schön die Seite zu öffnen. Dann eben auch dann wirklich das Ziehen kappen dafür zu nutzen, jetzt rüber zu gehen, andere Seite und dann wieder zurückgehen, okay? Dass ihr auch einfach hier in beide Richtungen einfach schön andeutet, antäuscht, dass ihr vorbeigeht. Gut. So, Fabi, ich würde sagen, wir machen noch. Du und ich jeweils. Ja. Was ich jetzt hier vielleicht vorne noch gemacht habe, vielleicht hat es derjenige schon gesehen, der vielleicht ein bisschen sauberer auf das Video geschaut hat. Ich habe nicht ziehen. Vorlegenkappen gemacht, sondern ich habe 10 Fußwechselkappen gemacht. Das heißt, es war ein kleiner Unterschied. Das heißt, ich habe hier, nachdem ich aufgedreht habe, hier nicht mit dem linken Fuß, sondern mit dem rechten Fuß langgezogen und abgekappt. Das ist natürlich auch eine Alternative, die im Endeffekt dasselbe bewirkt. Ja? Aber stimmt, das ist selber aufgefallen. Hast du recht. Ja. Ich habe tatsächlich nur 10 Kappen gemacht und der Fabi hat einen anderen Fuß. 10 Fußwechsel. Aber gleich 2 Alternativen. Also, was einigen wir uns? Ziehen Fußwechselkappen. Machen wir ziehen Fußwechselkappen, ziehen Vorlegenkappen, haben wir ja vorhin schon eine Übung gemacht. Das stimmt. Was? Gut. Wir sagen, du eine Runde, ich eine Runde nochmal und dann starten wir im Wettkampf. Alles klar. Okay. Anspruch sauber, schön zack. Und jetzt zieht der rechte Fuß, habt ihr gesehen, der linke Fuß kappt. Ziehen glänzt man auch schön an Fabi, wie er dann schön beim Ziehen mit dem Standbein vorspringt. Wir machen es mal kurz vor, bitte mit dem Ziehen klemmen, wie du schön mit dem Standbein vorgehst. Hopp, hopp, genau, habt ihr schön gesehen. Er zieht den Ball, springt dann mit dem Standbein schön nach vorne, einfach aus dem Grund auch. Natürlich, wenn er hinten bleiben würde, würde er den Ball womöglich hinter seinen Standbein hauen oder eben er geht sehr schief hinten raus und das macht natürlich euch den ganzen Ablauf schwieriger. Gleichzeitig seid ihr mit der Sprungbewegung mehr explosiver. So. Möchtest du noch? Ich möchte noch mal. Das koste ich ein. Also. Ziehen, vorlegen, abkappen. Hopp. Ziehen, Fußwechsel. Ziehen, zurückklemmen. Hopp. Spiel sauber. Schön aufhängen, sehr gut. Ziehen, Fußwechsel, abkappen. Schieben. Seitlich raus. Zero Wert drauf, Ball wieder mitnehmen und wieder starten. Ziehen vor. Gut. Spielen aufdrehen. Ziehen Fußwechsel abkappen. Zero Wert drauf. Vorlegen. So. Schnell aus der Fähre gezogen, jetzt ist der Kontakt wieder falsch, aber. So. Gut. Dann. Ich bin bereit, Herr Kampel, oder? Gut. Vorhin hatten wir 3 Runden. Diesmal haben wir einen Seitenwechsel dabei. Würde ich sagen, mehr. Oh, 4. Oh, 4 Runden. Das heißt, für euch zum Verständnis, Ablauf wie gerade eben, Übung 1:1 identisch. Wir zählen jetzt immer die Runden. Eine Runde ist absolviert, sobald ihr quasi die Sohlenwende gemacht habt und wieder der Ball von uns aus gesehen auf der linken Seite liegt, quasi auf der Startposition, dann habt ihr eine Runde.
Ich werde für Fabi halb mitziehen. Sehr gut. Zu uns natürlich. Und dann geht es wieder im Wettkampf hier gegen Fabi. Und dann schauen wir mal. Alles klar. Also, auf die Plätze. Fertig. Los! Er ist nervös. Das merkt man tatsächlich. Er ist voll fokussiert. Sehr gut. Ziehen Klemme, schön eingesprungen. Schräger Pass. Aber gerettet. Sehr gut, Runde 2. Anspielen, aufdrehen. Hopp, zack, zack. Sehr gut. Runde 3. Dann war eine Runde. Oder war es eine kurze Denkphase? Denkphase. Letzte Übung noch. Hopp, hopp. 4. Oh, das war aber zu spät. Das war bestimmt noch 10 Sekunden. 10, 2. Also, wir haben 41,17. Nicht schlecht, mit einer Pause zwischendrin. Ja. Kurze Denkpause gehabt. Also es ist auch ganz oft so einfach, dass ich nicht, wie es dir geht, manchmal habe ich das Problem, dass man einfach in der Übung drin ist, irgendwann so einen krassen Automatismus entwickelt und dann verliert man kurz den Faden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr das Gefühl habt, jetzt habt ihr den Automatismus erreicht, bleibt trotzdem konzentriert, versucht trotzdem drin zu bleiben. Und wenn es mal passiert, nicht schlimm, kurz stopp nochmal, nehmt euch eine Denkphase, tankt nochmal Energie, den Schlusssport und dann könnt ihr den Wettkampf hier dementsprechend gewinnen. Genau, wie ihr euch vielleicht selber auch noch ein bisschen helfen könnt, wäre, wenn ihr eine Runde fertig habt, einfach kurz laut 1 rufen. Das heißt, es bringt dann auch nochmal so ein bisschen Sicherheit rein, dann wisst ihr, wo ihr genau seid. Und dann könnt ihr ganz normal durchstarten. Genau, gut. Gut. So, dann letzte kurze Pause. Gut. Und dann kommt die letzte Übung, dann machen wir noch ein bisschen Kraft und dann ist auch schon wieder das Training rum. Genau. Alles klar. So, du hast den Ball mit dem Fabi. Sehr gut. Und dann schnell was trinken gehen. Vielen Dank, Coach. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Kraftpyramide, wir machen jetzt aber auch kein Hexenwerk draus, sondern tatsächlich einfach mal was ganz Einfaches. Das heißt, wir werden immer 3er-Schritte machen. Das heißt, wir werden anfangen mit 3, dann mit 6, dann mit 9, dann mit 12 und dann machen wir das Ganze wieder rückwärts. 9, 6 und 3 in Form von Liegestützen. Das heißt, wir sind ja fit, oder? Sowieso, ja. Ich bin gespannt, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Also, das heißt ganz einfach. Machst du es mir vor? Oder? Wir machen es gleich parallel zusammen. Also, ihr dürft euch auch auf den Boden legen, einfach. Wie gesagt, wir fangen erstmal ganz entspannt an. 3 Liegestützen zum Start. Danach haben wir immer 30 Sekunden Pause. Und dann kommt die nächste Runde. Also, erstmal die Uhr bereit machen. Okay. Also, fangen an mit 3 Liegestützen. Und los. Und 1, 2 und 3. Dann wieder absetzen. Kurz Pause. Am Anfang noch wahrscheinlich sehr entspannt, aber das ist gar kein Thema. Ich weise einfach nochmal so lange auf das Fördertraining hin, jeden Dienstag 16 Uhr. Und in der nächsten Pause kommen wir zum Torwarttraining, zum Athletiktraining. So, wir haben noch 15 Sekunden Pause. Dann kommen quasi 6 Liegestützen, okay? Fabi, muss noch nicht rot sein, das war erst der Anfang. Wie schon gesagt, das Licht hier ist sehr dunkel. Also, 4, 3, 2, 1, und los. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Wieder 30 Sekunden Pause. Unser TV-Hinweis. TV-Hinweis. Unser Service. Jeden Mittwoch um 16 Uhr findet das Torwarttraining statt. Schaut vorbei, das sind richtig coole Übungen. Schaut dann mit dir, mit Marius, mit Ferdi. Genau. Üblichen Verdächtigen. Gesichter, genau. Also, einschalten lohnt sich und es geht auch daheim. Also,
Wer rastet, der rostet. Richtig? Richtig, dann machen wir gleich weiter, oder? So. Und jetzt kommen jetzt 9. Also, auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, gut. Das ist eher der Unterschied zu 6. Du bist eher der Läufertyp. Das stimmt, ja. So, letzter Hinweis. Ne, 2 Hinweise haben wir noch. Ja, Freitag immer 16 Uhr Athletiktraining. Auch etwas Neues, hatten wir am Anfang noch nicht immer mit dabei. Unsere zwei Partner, Dominik Faul und Michael Schupke. Also auch sehr lohnenswert, bisschen anders mal. Einfach mehr Athletik, auch für die Älteren sicherlich nicht uninteressant. Und ja, jetzt kommen 12. 9. Dann haben wir die Spitze der Pyramide erreicht. Also bereit machen wieder. Also auf geht's, 12 Stück schaffen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Qualität hat nachgelassen bei mir. Also im Lachen Belastungen zu bringen ist immer schwierig. Also versuch konzentriert zu bleiben. Dann, letzter Hinweis. Letzter Hinweis. Wie haben wir denn noch? Freitag, nee, haben wir schon. Donnerstag, 16 Uhr. Fußball-Kindergarten. Unter anderem mit Markus Wiedermann. Und ja, verschiedenen Gesichtern. Immer sehr unterhaltenswert, kreativ. Einschalten, mitmachen, lohnt sich immer. So, jetzt geht es wieder rückwärts. Das heißt, jetzt kommen nur noch 9, 6 und 3. Das heißt, die Belastungsdauer wieder weniger. Wir starten in 3, 2, so. 1. 9 Stück, Leute, auf geht's, komm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einen muss man noch, oder? Okay. Und 9. Also die mal zusammen jetzt. Fokussieren. Fokussieren, das stimmt. Für euch alle, die eben mit Linkschutz vielleicht Probleme haben oder die Puste ausgeht, ja, dürft natürlich auch die Variante machen. Geht auf die Knie runter einfach. Desto weiter hinter ihr rausgeht quasi, desto schwieriger wird es, dass ihr dann quasi diese Variante geht. Wenn ihr mehr vorne seid, natürlich extrem leicht. Desto mehr hinten rausgeht, desto mehr Gewicht bekommt ihr auf die Arme. So, nicht gestoppt. Egal. Noch 10 Sekunden Pause. Dann noch 6 und 3 und dann sind wir wirklich fertig weiter, okay? So, diesmal Konzentration. Ja, fokussiert. Es geht um die Champions League, Leute. Also wir wollen gewinnen. Maximale Leistung. Also 4, 3, 2, 1 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich merke es auch, muss ich gestehen. Speziell Reden und Belastung. Stimmt, ja. Nicht ohne. Letzte Runde zähle ich. So, dann noch die letzten 12 Liegestützen. Bitte? Also, noch die letzten 3. Kurze Pause nochmal durchschnaufen. Letzte Energie bündeln. Schau, dass sie sauber bleibt. Schau, dass sie nicht durchhängt hier hinten. Muskulatur hier vorne angespannt. Und dann gehen wir nochmal runter, okay? Also, 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1 und die letzten 3. 1, 2, 3. 3. Wunderbar. Wunderbar. Du hast geschafft. So, herzliches Dankeschön, Fabi. Herzliches Dankeschön an euch daheim. Fleißig teilen unsere Beiträge, unsere Trainings. Bitte Kommentar, Like, Insta, Facebook, überall. Bleibt dabei und gebt uns Reichweite. Wir danken euch wirklich, wirklich sehr und
wünschen allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und dann bis nächste Woche. Also, schönen Tag noch. Servus. Ciao, servus.